Seine Sonnenschweine sind einzigartig in Österreich. Seine Produkte im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet und begehrt. Norbert Hackl ist einer von 800 steirischen Bio-Direktvermarktern. Mitten im Ort Burgau ist sein Bioladen. Hier gibt es auch regionale Spezialitäten anderer Anbieter. Norbert Hackl war nicht immer Biobauer. Ich war herkömmlicher, konventioneller Landwirt und habe einfach die Freude an der Arbeit gar nicht gefunden. Die habe ich gar nicht gehabt. Es war eine Arbeit, die ich gemacht habe. Ewig nur eine Arbeit zum Machen und dabei auch noch gerade Tiere, die dann nicht glücklich sind, dabei zu haben, ist nicht befriedigend. Gell? Und es war einfach für uns wichtig, einen Weg zu finden, wo wir Spaß haben an der Arbeit. Und damit auch die nächste Generation lernt, wie man verantwortungsvoll mit Natur und Umwelt umgeht, hat der zweifache Familienvater eine Schule gegründet. Für Kinder von 6 bis 15 Jahren. Eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht. Eine Schule ohne Noten, ohne Hausaufgaben. Und wenn man sieht, was die Kinder hier mitbekommen und kriegen, kann man sich ausmalen, was das für die nächste Generation bedeutet, dass sie einfach selbstverständlich danach handeln. Und das Wort Nachhaltigkeit kein gequältes Wort mehr ist, sondern eine selbstverständliche Tatsache ist. Die Nachhaltigkeit, die Norbert Hackl hier auf der Weide umsetzt, macht auch seine Schweine glücklich. Um ein Schwein glücklich zu machen, muss man mal schauen, was für Urinstinkte hat. Das ist generell bei jedem Tier so. Und das Schwein will einfach suhlen, will wühlen, will einen richtigen Schweinsgalopp hinlegen. Und dazu braucht es einfach eine große Fläche. Das sind 100 Quadratmeter noch zu wenig. Also wir reden schon von 1000 Quadratmeter pro Schwein. Deshalb habe ich auch 200.000 Quadratmeter für 200 Schweine. Seine Sonnenschweine stehen im Mittelpunkt. Die notwendige Wirtschaftlichkeit ergänzt den ganzheitlichen Denkansatz. Wir schauen aufs Ganze, bedeutet für mich, wenn wir alles einbeziehen, was die Natur uns gegeben hat. Also die Tierwelt, die Pflanzenwelt und uns Menschen. Sodass es uns allen gut geht. So haben wir viele Ressourcen, die lange, lange für uns reichen werden.